Das war eine riesige Überraschung im Wildpark Schweinfurt. Ausgerechnet am Vatertag hat Elchdame Daya gleich zwei Kälber zur Welt gebracht. Die Elchkuh hatte sich für die Geburt einen Platz gleich hinter dem Zaun ausgesucht. Ein Riesenglück für die Besucher. An Christi Himmelfahrt, wo viele Väter ihren Tag feiern, feiert auch unser Elchbulle Lasse seinen ersten Vatertag, nachdem seine Gattin heute Elchzwillinge zur Welt gebracht hat. Wir sind überrascht, bei Elchen sieht man es sehr spät, dass eine Geburt ansteht, aber wir sind trotzdem sehr erfreut. Bis jetzt geht alles seinen Gang. Mama kümmert sich hervorragend um ihre beiden neu angekommenen Engelchen. Elchelchen, ja. Und Papa ist separiert. Der soll sich da jetzt mal mit sich, mit seinem Vatertag, mit seinem ersten beschäftigen. Mama, da unten hängt was. Was da unten hängt, ist die Nabelschnur. Die wird Mutter Daya später genauso abknabbern, wie sie auch die Nachgeburt aufgefressen hat. Wie es sich für eine Elchmutter gehört. Während Daya jetzt also einiges an Arbeit hat, lässt sich der mit nicht mal 2 Jahren sehr junge Vater Lasse im abgetrennten Gehege schon wieder die Blätter schmecken.